Zwei Tage nach dem Schiffsunglück vor Thailand geht die Suche nach Vermissten weiter. Starker Wind erschwert die groß angelegte Rettungsmission. Am frühen Dienstagmorgen konnte die thailändische Marine trotzdem eine gute Nachricht verkünden. Einer der Seeleute wurde lebend geborgen. Er sei in guter Gesundheit, erklärte ein Marinesprecher. Das zeige, dass es noch Hoffnung gebe, auch weitere Schiffbrüchige zu retten. Noch 29 Crewmitglieder gelten als vermisst, über 70 konnten gerettet werden, einige schwer verletzt. Am Montag fanden die Rettungshelfer zudem einen Toten im Meer, der anders als anfangs gemeldet, aber offenbar kein Besatzungsmitglied des Kriegsschiffes war. Dieses war am Sonntag vor Thailands Küste in einen heftigen Sturm geraten, meterhohe Wellen schwappten an Bord, die Elektronik fiel aus.